Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zu einer Fortsetzung der Videoserie Männliche Individualität. Schön, heute geht es um das Thema Krieg und Frieden. Das Ganze ist eine Methode, wie du selbst deine Missverständnisse aufklären kannst gegenüber dem Thema Krieg und Frieden. Ganz einfach gesagt ist es ein Thema, was überschätzt wird. Denn Krieg und Frieden sind gleichwertig. Was zurzeit passiert, ist, dass Krieg auf einmal weniger wert ist als Frieden. Problematisch ist nur, dass mit diesem Konzept gewisse Fähigkeiten zusammenhängen. Wir haben die friedvollen Fähigkeiten, wir haben die kriegerischen Fähigkeiten. Und beide gehen Hand in Hand. Genauso wie wir Licht und Schatten haben. Das Licht versucht selbstverständlich den Schatten auszuleuchten. Ist nicht möglich. Genauso wie der Schatten nicht das Licht verdrängen kann, haben wir auch hier ein Gleichgewicht. Und darum geht es auch heute. Was viele nicht wissen, ist, dass die Individualität jedes Menschen Grund des Krieges ist. Und dass ohne Krieg kein Frieden herrschen würde. Denn wenn ich mit etwas uneinsichtig bin oder mit etwas nicht einverstanden bin, dann sage ich bis hierhin und nicht weiter. Das ist Krieg. Wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, ich denke anders, aber für mich ist das okay, ich weiche dem zurück, ich spreche das Ganze nicht an, dann haben wir scheinheiligen Frieden. Wichtig ist, dass männliche Individualität letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Krieges ist, nämlich kämpferisch zu sein, aus sich herauszukommen, den Krieg anzuzetteln. Männer haben Frieden geschaffen, aber erst indirekt. Dadurch, dass sie etwas Unperfektes angegangen sind, etwas, womit sie nicht einverstanden sind, dem den Krieg erklärt haben, ist es möglich gewesen, Frieden zu schließen. Kleines Beispiel dafür, stellen wir uns vor, wir haben 5 Menschen in einem Raum. Diese 5 Menschen sind irgendwie alle unterschiedlicher Meinung. Jetzt unterhalten die sich und keiner will so richtig mit der Sprache rausrücken und es entsteht schon so eine richtig komische Stimmung. Das ist so eine Art scheinheiliger Frieden. So, und was jetzt passiert ist, irgendwie zieht dieser scheinheilige Frieden alles immer mehr runter. Jetzt fängt einer an und sagt auf einmal, boah, scheiße, hier ist aber eine Kackstimmung. Was macht er? Er zettelt den Krieg an. Er spricht das Ding an und alle sind dann vielleicht so, boah, was? Und das bilden sich Gruppen. Es herrscht Krieg, aber innerhalb dieser Gruppen herrscht auch Einigkeit, denn nichts verbündet mehr als ein gemeinsamer Feind. Nun, wenn wir uns jetzt anschauen, was uns kriegerische Handlungen bringen, nicht, wie gesagt, im Sinne des Krieges an sich, heute muss keiner mehr sterben, es geht vielmehr darum, dass wir ein gewisses Mindset, eine gewisse Fähigkeit repräsentieren. Beispielsweise mit einer gewissen Qualität anzutreten und zu sagen, okay, ich bin bereit für den Kampf. Ich bin sicher, meine Qualität hat einen gewissen Mehrwert und ich werde diese Qualität nicht kämpferisch untergehen lassen. Nun, das sagt der andere auch. Nun treten sich 2 gegenüber und beide zetteln den Krieg an. Aus dieser Auseinandersetzung tritt eine Fähigkeit hervor, eine Qualität, einen Beitrag, der geleistet wird, und dieser Beitrag sorgt dafür, dass das Gesamtwohl gesteigert wird. Diese Qualität ist vielleicht überlegend und kann sich fortpflanzen. So ist es. Wie gesagt, heute muss keiner mehr sterben, deswegen ist es umso wichtiger, heute kämpferisch zu sein, heute zu sagen, was nicht passt, heute aus sich rauszukommen, heute Männlichkeit anzusprechen. Ja. Und wenn wir uns die Wikinger anschauen damals, das Kriegsvolk schlechthin, die sind sogar für ihre Werte gestorben. Die haben sich gesagt, scheiß drauf, ich trete an. Ich stehe den Göttern von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Was nichts anderes bedeutet als, ich trete in mein schöpferisches Potenzial. Was heute passiert ist, wir haben immer mehr Menschen, die den Krieg gar nicht erst angehen. Ja, die praktisch sich schon geschlagen geben, bevor die Herausforderung überhaupt angefangen hat. Da ist jemand, der sagt, okay,
ich habe jetzt diesen und diesen Wert, diese und diese Qualität und ich möchte damit in den Kampf ziehen. Ich habe die und die Meinung. Und ein anderer sagt dann vielleicht, ja, ich habe eine ähnliche Meinung, aber deine Meinung ist schon okay, ich möchte darauf nicht weiter eingehen. Und was jetzt passiert ist, dieser jemand, der sagt, ich möchte gar nicht erst antreten, der tritt gar nicht erst an. Das heißt, der stellt gar nicht erst seine Qualität unter Beweis. Das ist ein großes Selbstwertproblem in der Gesellschaft, weil alle denken, das wäre die kluge Entscheidung, jetzt einfach mal keinen Krieg anzuzetteln. Aber das ist die intelligente Entscheidung, die richtige Entscheidung, die menschliche Entscheidung, seine Meinung zu sagen und es auch drauf ankommen zu lassen. Wenn dir das Video gefallen hat, dich die Thematik interessiert, schau gerne auf meiner Website vorbei oder sicher dir ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.